Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Goethe-Instituts. Wir freuen uns, Ihnen heute eine neue Ausgabe von Rendezvous Goethe anbieten zu können, inzwischen in wöchentlichen Abstand. Das Prinzip ist wie immer, möchte ich jetzt schon fast sagen. Wir empfangen jemanden entweder aus der rumänischen oder aus der deutschen oder sogar einer anderen nationalen Kulturszene. Eine Person, die im Kulturleben Deutschlands oder Rumäniens und manchmal auch in beiden eine Rolle spielt, um sie oder ihn zu befragen, wie es denn mit der Krise, mit der Corona-Krise ist, was die Projekte sind, welche Bezüge zu Rumänien da sind und wie vielleicht diese sich in nächster Zeit weiter verfestigen können oder in Projekten zum Ausdruck bringen. Heute bin ich sehr froh, Christine Wenzel hier begrüßen zu dürfen. Hallo Christine, danke, dass du dich für diese Übung, will ich sagen, zur Verfügung stellst. Du befindest dich in Deutschland momentan, aber dazu kommen wir gleich noch. Lass mich noch sagen, dass auch wie üblich wir dieses Format auf Deutsch machen, aber dass unser Gespräch im Nachhinein dann rumänisch untertitelt wird und auf unseren Seiten zu finden sein wird. In der nächsten Woche, darf ich schon ankündigen, wird das Rendezvous Goethe mit einer Partnerinstitution stattfinden, nämlich der Kulturgesellschaft, der deutsch-rumänischen Kulturgesellschaft in Iași. Lassen Sie sich überraschen, da geht es um Musik, vor allen Dingen auch um Beethoven. Wir werden es in den nächsten Tagen Ihnen etwas genauer ankündigen. Jetzt aber zu unserem Gespräch und wie gesagt, Format wie immer, wir unterhalten uns eine Weile und wenn Sie mögen, können Sie dann gerne in den Chat einige Fragen schreiben, von denen wir dann die interessantesten, relevantesten nehmen. Schon mal jetzt bitte ich um Nachsicht, dass wir nicht alle nehmen können. Wir müssen immer eine kleine Auswahl machen. Seien Sie bitte also nicht frustriert, wenn Ihre Frage nicht drankommt, aber das sollte Sie bitte nicht davon abhalten, diese Fragen zu stellen. Christine, erstmal, du bist gerade in Deutschland. Ist das ja, richtig? Genau. Ich bin gerade in Gotha, in meiner Heimatstadt. Kannst du uns sagen, wo Gotha liegt? Gotha, er liegt in Thüringen und im Thüringer, nahe am Thüringer Wald, so ziemlich in der Mitte in Deutschland. Mhm. Ich war jetzt gerade selber draußen vorhin, es ist sehr schönes Wetter. Ich befinde mich momentan in Frankreich. Frankreich, wo seit drei Tagen dieser Zustand, seit zwei Tagen dieser Zustand zu Ende ist. Und ich war sehr überrascht. Ich bin nach draußen gegangen und hatte das Gefühl, dass das normale Leben, außer der Tatsache, dass die einige Menschen Masken tragen, schon wieder voll im Gange ist. Ist das in Gotha auch so? Ich sage das natürlich vor allen Dingen auch in Hinsicht auf Rumänien, Bukarest und andere Städte, wo noch ganz andere Zustände herrschen. Ja, also ich hatte schon, also in Deutschland wurden ja die Beschränkungen Anfang Mai schon etwas gelockert. Ich glaube seit dem 5. Mai und seitdem bin ich auch wieder zurück in Deutschland. Und die letzten Tage, als ich in der Stadt war, hatte ich schon das Gefühl, dass, also der Markt war offen, es war ziemlich voll, mir war es zu voll. Ich habe dann so versucht, im Schlängellauf mich so durch die Stadt zu bewegen, um dann doch irgendwie diese 2 Meter zu anderen Leuten einzuhalten. Und ja, irgendwie hat man das Gefühl, außer Masken ist es schon, fühlt sich das alles wieder sehr normal an, was merkwürdig ist. Also, ist merkwürdig, ne? Nach dieser... Okay. Nach diesem absoluten Lockdown. Mhm. Aber du hast die Zeit, wie wir im Vorgespräch erläutert haben, ja auf ganz besondere Art verbracht. Kannst du uns etwas darüber berichten, wie du diese 8 Wochen eigentlich dieses Lockdowns verbracht hast? Ja, also ich war auf einer Künstlerresidenz in Litauen auf der Kurischen Nährung. Und ich bin dahin geflogen, bevor das alles losging, also Anfang März. Und dann, das war ja, glaube ich, dann so Mitte März ging es ja los, dass die totalen Lockdowns, Linien und Grenzen geschlossen wurden und so weiter. Und da war ich gerade eine Woche dort. Und man ist da sehr geografisch schon sehr abgeschieden, weil das sozusagen, ich war in Nida, das ist auf der Kurischen Nährung. Und die Kurische Nährung ist sozusagen so ein Landstreifen, der sich von der Küste Litauens ins Baltische Meer zieht und Litauen und Kaliningrad miteinander verbindet. Also diese russische Exklave, die da oben ist. Und man kommt da nur mit der Fähre hin, also auch eine kleine Autofähre fährt. Aber dort ist man halt, der Landstreifen ist, glaube ich,
breiteste Stelle ist 800 Meter bis 1 Kilometer breit und dann natürlich, ich meine, 60 Kilometer lang. Und dann war halt die Frage, man hatte so ein paar Tage Zeit zu überlegen, ob man die letzten Flüge zurücknimmt, weil auch Litauen die Grenzen geschlossen hat für Ausländer und alle öffentlichen Einrichtungen geschlossen hat, Schulen und so weiter, Museen. Und ich habe dann aber tatsächlich entschieden, dort zu bleiben, weil ich irgendwie dachte, dass es auch das Sicherste ist, jetzt dort zu bleiben, anstatt zu reisen. Und das war auf der einen Seite sehr privilegiert, weil man natürlich immer das Meer hatte und sofort in der Natur war. Also das Haus, in dem ich das Studio hatte, war direkt im Wald. Also man hat die Tür aufgemacht, war im Wald, war in 20 Minuten am Meer und war dann aber dort auch alleine. Also das war einsam, aber auch schön natürlich. Also ja. Ich kann Sie gerade nicht hören. Joachim? Ich nehme an, dass du des Litauischen nicht mächtig bist. Nein. Nein. Also, das ist schon sowas wie eine fast absolute Isolation. Ja, schon. Also da waren natürlich andere Menschen am Strand, aber man hat eine Maske getragen, man ist sich nicht so nah. Also kennengelernt hat man da niemanden in der Zeit. Man war schon ziemlich für sich. Ach doch, eigentlich eine großartige Zeit, um zu arbeiten, oder? Ja, das denkt man so, wenn man die Fähigkeit hätte, einfach so den Hebel umzulegen und sich zu denken, ach ja, jetzt bin ich mal produktiv. Ich konnte das tatsächlich nicht. Also ich hatte diese Residency, war seit einem Jahr geplant. Ich hatte das aus ganz bestimmten Gründen mich dafür beworben, weil mich die Region gereizt hat. Ich hatte sehr viele Termine in Vilnius, in Kaunas vor allem, weil ich sehr viel auch in meiner eigenen Arbeit mit Modernismus und Architektur arbeite. Und Kaunas also ist ja Kulturhauptstadt 2022 und hat über 12.000 gelistete modernistische Gebäude. Und ich habe sehr viel recherchiert. Ich wollte Workshops geben zu diesem Thema mit Studenten und Schülern. Und man hat halt sehr viel Vorarbeit in Projekte geleistet, Planung und so weiter. Und auf einmal war das so alles auf Pause. Also irgendjemand hat halt so Stopp gedrückt. Und man war dann da und musste damit zurechtkommen. Und natürlich, wie du sagst, ich habe dann auch mit Freunden telefoniert, auch mit älteren Freunden, die dann gesagt haben, ach, wie schön das ist, jetzt kannst du einfach mal ein Buch lesen. Und ich meinte so, kann ich irgendwie nicht. Ich bin so, weiß ich nicht, ruhelos. Ich war auch traurig, ich war sauer. Also man hatte sehr viele Emotionen, mit denen man tatsächlich zu kämpfen hatte und auch mit sich selber arbeiten musste, dass jetzt so diese, dass man einfach nicht alles kontrollieren kann. Und dass Arbeit, Sachen, die man vorarbeitet, wo man viel Zeit und Mühe reinsteckt, dass das jetzt einfach nicht realisiert wird, aus bestimmten Gründen, das muss man halt dann akzeptieren. Und das ging dann so, die ersten 3-4 Wochen habe ich mich damit beschäftigt. Und dann, als dann wirklich klar war, okay, dass meine Freunde sind sicher, meine Familie ist sicher, allen geht's gut, alle versuchen irgendwie mit der Situation klarzukommen, dann hat man natürlich Strategien entwickelt, okay, was mache ich jetzt tatsächlich mit dieser Zeit? Also man kann ja nicht nur rumsitzen und traurig sein, sondern ich habe angefangen, wirklich genau hinzuschauen, wie ist es mit dem Meer zu leben. Das ist ja eine ganz außergewöhnliche Situation. Normalerweise ist man so 2-3 Wochen am Meer. Ich war noch nie länger als 2 Wochen am Meer. Und auf einmal war man 2 Monate am Meer und konnte so diesen Rhythmus des Meeres beobachten. Und wie verändert sich das? Und wann kommt die Ebbe, wann kommt die Flut? Und man hat so einen Rhythmus festgestellt, der sehr beruhigend war. Also für mich war das irgendwie so, das war meine Beziehung, meine soziale Beziehung war eigentlich das Meer, weil ich da natürlich jeden Tag spazieren gegangen bin und ich habe mich für die Bernsteinsuche begeistert. Im Baltischen Meer gibt es ja tatsächlich viel Bernstein und ich hatte auch Glück, weil es noch kalt genug war. Also der März, da war es so jeden Tag 4-5 Grad, würde ich sagen. Also es war schon kalt und dadurch konnte man aber tatsächlich noch Bernstein finden. Ich habe dir sogar
einen mitgebracht zum Zeigen. Und die Stücke, ich weiß nicht, ob das scharf ist, ja. Reicht es, um eine Kette zu machen? Ja, also das ist schon jetzt ein größeres Stück. Da könnte man einen Anhänger draus machen. Ich habe die größeren Stücke dann auch geschliffen und poliert. Ich hatte ja sehr viel Zeit. Und dann sieht man auch tatsächlich dann diese Einschlüsse, die da drin sind. Also der baltische Bernstein ist so 30 Millionen Jahre alt, was ja total verrückt ist. Also ja, das ist so eine Zahl, da weiß man nicht, was man zu sagen soll. Aber irgendwie hatte so dieses Sammeln von Bernstein und auch von Glassteinen, also Glasscherben, die rund geschliffen wurden durchs Meer über die Jahre, hat einem dann natürlich auch so ein anderes Verhältnis zu Zeit gegeben. Ne? Also dann dachte man so, okay, 2 Monate oder jetzt dauert es vielleicht 3 Monate oder je nachdem, man wusste ja nicht, wie lange diese extreme Situation noch dauert. Auf jeden Fall so dieses Verhältnis zu Zeit hat das schon verändert dadurch. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Und natürlich bist du nicht die Einzige, die in den ersten Wochen dieser Krise so von der Krise an sich gedanklich beschäftigt war. Viele, mit denen ich gesprochen habe, haben eben im Gegenteil dazu, dass man sagen würde, jetzt hast du doch mal die Zeit, was zu schaffen, hat das Denken so überflutet in dieser Zeit, dass es kaum schwierig war, dass es kaum möglich war, andere Sachen zu machen. Zum Bernstein nur am Rande bemerkt, ja, ich habe gerade mit meinem Sohn noch den ersten Teil von Jurassic Park gesehen, der ja im Endeffekt ein bisschen mit diesem Motiv spielt, ja, des Einschusses einer Fliege in einen, ja, in einen solchen Stein. Klammer zu, ja, so. Ja. So. Du hast aktuell, und es ist sehr schade, weil ich habe das noch nicht sehen können, ich wollte es just in den Tagen machen, wo eben in Bukarest der Lockdown begann, du hast aktuell eine Ausstellung in Bukarest. Du hast eben gesagt, du interessierst dich für Modernismus, für Architektur. Diese Ausstellung spiegelt das etwas wider, wenn ich mich nicht täusche. Genau, also die Ausstellung ist in der Supra-Infinit-Galerie in Bukarest, die mich und meine Arbeit vertritt. Und das ist meine erste große Einzelausstellung in Bukarest und auch in Rumänien. Und den Galerieraum, ist ein großer Raum, in einen stillgelegten Swimmingpool, in ein stillgelegtes Schwimmbad umgewandelt sozusagen. Und das Schwimmbad, an dem ich mich orientiert habe, ist das Schwimmbad gewesen, in dem ich schwimmen gelernt habe, noch zu DDR-Zeiten hier in Gotha. Das war ein wunderschönes Schwimmbad aus den 60er Jahren. Das wurde leider vor ein paar Jahren abgerissen mit diesen tollen Mosaiken im Hintergrund und so weiter, was mich sehr geprägt hat. Also ich habe dieses Schwimmbad wirklich geliebt. Und genau, habe sozusagen den Galerieraum in ein Schwimmbad umgewandelt. Also man kam, wenn man die Tür aufgemacht hat, musste man erstmal mit Stufen auf eine Plattform hochlaufen, die aus Holz gebaut war, wo man dann wiederum in das Schwimmbecken hineinsteigen konnte mit einer Schwimmbadtreppe. War dann sozusagen in diesem stillgelegten Schwimmbad, konnte sich Seiten setzen und ja. Du sprichst in der Vergangenheit, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, bleibt diese Ausstellung ja noch da und wird häufig, hoffentlich auch noch zu sehen sein, nicht? Ja, die Ausstellung wurde jetzt, also die wurde Anfang März eröffnet, dann kurz nach der Eröffnung geschlossen und seitdem ist es geschlossen und die Ausstellung ist verlängert bis Anfang September. Also man wird hoffentlich die Zeit noch haben, sich das anzuschauen, was natürlich irgendwie bemerkenswert ist oder wo ich auch viel drüber nachgedacht habe, ist natürlich der Fakt, dass ich ein leerstehendes Schwimmbad nachgebaut habe, was dann tatsächlich durch diese Krise und den Lockdown leer steht. Also diese Arbeit hat so eine seltsame Autonomie bekommen, die ich ja nie hätte planen können. Also wie baut man in die Galerie ein leerstehendes Schwimmbad? Das ist ja eigentlich unmöglich, weil es gibt ja immer Besucher und soll es ja auch geben. Also es ist ja sozusagen nur die Idee. Und auch das Schwimmbad war eigentlich auch nur ein Konstrukt, dass man sozusagen Raum schafft, der die Möglichkeit für was anderes eröffnet. Also ich hatte das eher so als sozialen Raum geplant, weil auch das Schwimmen für mich, auch im Schwimmverein zu DDR-Zeiten, auch einen sehr sozialen Charakter hatte. Also überhaupt so ein Vereinsleben. Man geht dahin, man hat seine Kollegen, man trainiert zusammen.
Und ich wollte eigentlich in der Galerie, oder werde ich auch wahrscheinlich, es läuft ja jetzt noch weiter, das auch öffnen und dass man das für andere Künstler, dass man andere Künstler einlädt. Wir hatten ein Konzert von der rumänischen Künstlerin, Musikerin Simina Oprescu, die hat ein Konzert gegeben in diesem Swimmingpool, bevor die Galerie geschlossen wurde. Also solche Projekte werden dort noch initiiert und stattfinden, hoffentlich. Und wie ist das? War dir wichtig, bei dem Bau dieser Räume wirklich das Schwimmbad nachzubauen deiner Kindheit, oder war das nur so ein im Hintergrund so ein Thema? Ja, also es geht, also in meiner Arbeit, ich arbeite sehr viel mit Erinnerungen und auch sehr viel mit Kindheitserinnerungen, weil natürlich die ganzen Transformationsprozesse, die sowohl in der Gesellschaft nach 89 hier in meiner Heimatstadt oder im Osten Deutschlands passiert sind, sich natürlich auch in der Architektur wiedergespiegelt haben. Also ganz viel ist für mich mit Architektur und mit Orten verknüpft, die ich natürlich so nur in meiner Kindheit erlebt habe. Das sind ja komplett zum einen subjektive Erinnerungen und zum anderen auch die Erinnerung eines Kindes. Also wie erlebt ein Kind die Wendezeit mit 6, 7 Jahren und die Nachwendezeit, wo ja immer noch eigentlich alles genauso aussieht, nur dass man es plötzlich anders nennt, 10, 11 Jahren. Das sind ja, man hat da ja ganz andere Gedanken und Assoziationen dazu. Ich habe ja überhaupt nicht verstanden, was passiert. Ich wusste nur, okay, ich bekomme nicht das rote Pioniertuch, ich muss samstags nicht mehr in die Schule gehen, Erich Honecker hängt nicht mehr im Klassenraum und so weiter. Also das sind halt so Beobachtungen, die man als Kind macht, aber wo man ja keine logische und schon gar keine politische Erklärung für hat. Und deswegen geht es eigentlich auch in meiner Arbeit nicht darum, dass man wirklich etwas 1:1 nachbaut oder dass man, es geht auch nicht um Nostalgie, sondern es geht einfach um Erinnerungen, die jeden Menschen prägen und die immer wieder auftauchen durch Assoziationen. Und wenn ich durch Bukarest zum Beispiel laufe, deswegen fasziniert mich Bukarest auch so, weil man dann immer bestimmte Orte findet, wo man denkt, das kenne ich so, aber irgendwie anders. Und das finde ich ganz spannend, dass man an so einen Punkt kommt, auch in der eigenen Arbeit, wo vielleicht der Betrachter sagt, das kommt mir bekannt vor, da kann ich mich irgendwie mit verankern, auseinandersetzen, aber irgendwie auch nicht. Also es wirft auch wieder andere Fragen auf. Deswegen war dieses Schwimmbad eigentlich mehr so das Konstrukt. Und es gibt auch sehr viele Keramikobjekte in der Ausstellung, die dann entweder an dieser Poolstruktur, an dieser Swimmingpoolstruktur lehnen oder an den Wänden hängen. Und in Bukarest arbeite ich sehr viel mit Stuckornamenten, die von den Häusern fallen durch Alterungsprozesse, Witterungsprozesse. Und wie du weißt, sind ja viele Gebäude in einem schlechten Zustand in Bukarest. Und ich sammle die. Wenn ich was sehe, trage ich sie nach Hause. Ich habe mittlerweile eine Sammlung von über 200 Stuckfassadenornamente. Manche sind handgroß, manche sind sehr groß. Und ich habe angefangen, diese Ornamente abzugießen in einem Gussverfahren mit Silikon und reproduziere sie in Keramik wieder. Und das hat so was Ähnliches, weil man irgendwie denkt, man kennt das und man kennt diese Objekte, aber dadurch, dass man doch diese Transformation in ein anderes Material hat, diese Übersetzung und Keramik, wenn es glasiert ist, hat ja so was ganz Edles und Glänzendes und durch die Glasur natürlich dann auch was sehr Farbiges. Und trotzdem sieht man das Alter der Objekte, was ganz interessant ist. In diesem Sinne haben wir übrigens ja auch natürlich im Goethe-Institut und dir zusammengearbeitet mit der Architekturuniversität und anderen Partnern im Rahmen des Bauhausjubiläums, wo du auch diesen Transformationsprozess bestimmter Gegenstände mit Studierenden bearbeitet hast innerhalb eines Workshops. Mhm. Das heißt also, neben den größeren Installationen gehören die kleinen Keramikelemente vor allen Dingen zu deinem Repertoire. Würdest du das so einverstanden sein, das so zu beschreiben? Ist das der Fokus, den du hast? Also man geht ja vom Großen eigentlich immer ins Kleine und andersrum. Also irgendwie gehört das dann zusammen. Aber diese, sagen wir mal, diese großen Installationen, die ich mache, sind ja meistens ortsbezogen und die sollen eigentlich so einen Ort schaffen und definieren, in dem sich der Betrachter bewegt.
Und dann gibt es halt kleinere Objekte, die dann auch wie so ein Fenster oder wie so ein Zoom funktionieren, dass man, was man ja in der Stadt auch hat. Also wenn ich an mich denke, wie ich mich durch Städte bewege, wenn ich jetzt einfach nur spazieren gehe und neugierig bin, dann bewegt man sich ja durch architektonische Strukturen, Häuser, Straßen, und dann sieht man Details, die einen interessieren, und dann geht man näher ran und dann guckt man genauer, und das können ja ganz verschiedene Sachen sein, und ich glaube, so würde ich meine Installation begreifen. Du hast das eben angedeutet. Kann man das so verstehen, dass deine Hinwendung zu Bukarest, dein Interesse für Bukarest, aus so einer Art von Vergleichbarkeit der Situation oder der architektonischen Situation in der Nachwendezeit und jetzt in Bukarest ist? Kann man das so sagen? Ich glaube, das wusste ich nicht. Also das war nicht der Grund, weshalb es mich also nach Bukarest verschlagen hat. Was ich tatsächlich gesucht habe, ich bin ja in der ehemaligen DDR geboren, aufgewachsen. Ich bin das erste Mal in den Westen gezogen mit 19. Da habe ich eine Holzbildhauerausbildung gemacht in Oberammergau. Und später habe ich in Münster und Düsseldorf an den Kunstakademien studiert und da abgeschlossen. Und das war ja nun totaler Westen. Also Düsseldorf. Ich konnte damit einfach nichts anfangen. Also das war ganz merkwürdig. Das war eine tolle Zeit. Und natürlich, man hat da gearbeitet und alles. Aber es hat mich schon in den Osten gezogen. Also ich habe sehr viele Stipendien und Reisen später nach dem Abschluss unternommen. Ich war viel in Russland, ich war in Ungarn, Tschechien, Istanbul, weil man einfach irgendwie, das war die Neugier, einfach dort mehr Zeit zu verbringen und zu gucken, zu beobachten. Und so hat es mich dann auch nach Bukarest letztendlich verschlagen. Und ich war sehr überrascht, dass es so viele Überschneidungen gibt. Also wenn ich mit Kollegen, mit Freunden in Bukarest meiner Generation rede, habe ich wirklich mehr Überschneidungspunkte, wie man aufgewachsen ist, als mit Leuten aus dem Rheinland. Das ist völlig klar. Das ist mir übrigens auch häufig in Kontakten mit jetzt den deutschen Kulturschaffenden aufgefallen. Es gibt natürlich so eine Prägung. Ja? Und häufig auch im Sinne, letzte Woche habe ich mit Ingo Schulze gesprochen. Ja? Das ist auch ähnlich. Eigentlich Leute, die in Anführungszeichen nur in der DDR noch aufgewachsen sind, gar nicht mehr gearbeitet haben oder tätig geworden sind, also künstlerisch, sondern danach, ja, aber zum Beispiel dann doch eine bestimmte Hinwendung, Ingo Schulz ist ein Beispiel, der Schauspieler und Regisseur Charlie Hübner ist ein Beispiel, sozusagen dann noch Interesse auch an dem Osteuropäischen und manchmal auch in dem etwas Trashigen haben, sozusagen dieses, es ist halt nicht alles so gelackt und schön wie vielleicht in anderen Teilen. Wobei, wenn ich dir das sagen darf, ich als Düsseldorfer, ja, der im Schatten der Kunstakademie groß geworden ist, der viele Freunde dort hatte, viele Künstler kannte, ist für mich natürlich das absolute Seltsame, wie man eine Holzbildhauerausbildung in Oberammergau machen kann. Da denke ich sofort an Passionsspiele, an Katholizismus, an Integrismus und Ähnliches. Aber da denkst du da dran. Ich habe da nicht dran gedacht. Ich wusste, bis ich 20 war, noch nicht mal, dass Ostern christliches Fest ist. Ich war nie in der Kirche. Das war Ostern, kam der Osterhase. Weihnachten, okay, Weihnachten hatte man ungefähr so eine Vorstellung. Es gab ja auch Leute in der DDR, die in der Kirche waren und dann zu Freunde sind zum Krippenspiel gegangen. Ich bin nie zum Krippenspiel gegangen. Ich war, als ich nach Oberammergau gezogen bin, das war wirklich, ich wollte Kunst studieren. Ich wurde nach der Schule an keiner Kunstakademie genommen. Dann kam natürlich die tiefe Depression. Was macht man mit seinem Leben? Ich wollte nie irgendwas anderes werden. Ich hatte keinen Plan B. Und irgendwann hat mein Vater dann gesagt, so, das geht hier nicht weiter, ne? wir gehen jetzt zum Berufsberater ins Arbeitsamt. Und dann war das so ein Typ im Hawaii-Hemd, der hat dann so, was machen Sie, irgendwas mit Kunst? Hat dann so einen Katalog durchgeplättert und meinte dann so, Holzbildhauer, warum wären Sie nicht Holzbildhauerin? Ne? Und ich so, ja, okay, warum nicht, klingt gut. Und dann bin ich da gelandet und auf einmal war ich in so einem Dorf, wo überall Jesus an den Wänden hängen und man hat sich mit heiligen Figuren auseinandergesetzt und ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung. Und das war spannend, ich mochte das. Es war eine komplett andere Welt. Das hat dir auf jeden Fall nicht geschadet, sagen wir so. Nein, es war toll. Ich habe sehr, also im Nachhinein, gerade wenn man als Bildhauer arbeitet, ist ja viel Technik dahinter. Mhm. Also man muss ja wirklich sehr viel
sehr viele technische Schritte beachten, damit man zu dem kommt, was man am Ende will. Und ich muss sagen, die Konzentration, die man in so einer Ausbildung lernt und dieses Hinschauen und dieses wirklich sich auf was konzentrieren und dieses Akzeptieren, dass Sachen Zeit brauchen, das war super hilfreich. Also später an der Akademie, viele Leute sind daran gescheitert, weil so eine Skulptur einfach mal ein Jahr braucht. Und dann waren die so, oh nee, da mach ich lieber Fotos. Ich stelle dir jetzt noch ein, zwei Fragen und dann nehme ich etwas aus dem Chat, hoffentlich ein paar interessante Zusatzfragen. Wir haben also verstanden, du teilst dein Leben zwischen Gotha und Bukarest auf, mehr oder minder. Du hast auch andere Projekte in Bukarest. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, Projekte, die schon stattgefunden haben, aber weitergehen. Beispielsweise das Nutzen leerstehender architektonischer Räume mit, wir würden sagen, Pop-up-Ausstellungen und so. Kannst du uns noch ein Wort dazu sagen? Genau, also das sind ja auch Projekte, an denen ich eigentlich gerade hier in Thüringen arbeiten wollte. Also es passiert sowohl in Bukarest mit einem Ausstellungsprojekt, das ich mit drei anderen Künstlern leite, Template, was es jetzt seit 2 Jahren gibt, wo wir leerstehende Architekturen bespielen. Aber das Konzept dieser Arbeitsweise, sage ich mal, habe ich ja sowohl in meiner eigenen Arbeit als auch wollte ich das im Rahmen meines Landesstipendiums hier mit der Thüringer Kulturstiftung realisieren. Und das sind natürlich so Sachen, wo man jetzt überlegen muss, okay, wie macht man das? Also ich habe auch die ersten 2 Monate diesen Jahres sehr viel Recherche gemacht, Orte überlegt, Formate überlegt, wie man was machen kann. Aber das sind natürlich Sachen, wo man jetzt überlegen muss, okay, wie setzt man das tatsächlich um? Weil ein Hauptgrund dieser Projekte und ein Fokus war natürlich auch, dass man solche Orte der Begegnung schafft. Also dass Ausstellungen nicht nur in Museen, in Kunstvereinen stattfinden, sondern tatsächlich im öffentlichen Raum, wo der Betrachter tatsächlich einfach vorbeilaufen kann, es einfach entdecken kann auf seinem Arbeitsweg, auf seinem Weg beim Einkaufen und so weiter, sodass man wirklich in der Stadt unmittelbar mit Kunst in Kontakt kommt, konfrontiert wird und sich damit auseinandersetzen kann. Und diese Begegnungsorte, dass man tatsächlich ins Gespräch kommt, das sind natürlich Sachen, wo man jetzt einfach nicht weiß, wie macht man das in Zeiten einer Pandemie und auch jetzt noch, wenn die Lockerung einfach, also wenn alles ein bisschen gelockerter ist, aber da denke ich, es gibt natürlich sehr viele Formate und auch da, wie das Goethe-Institut jetzt probiert, alles im digitalen Raum und so weiter. Aber für mich ist das wirklich ein Hauptgrund, warum ich das überhaupt mache. Und wenn dieser Bereich wegfällt, es ist halt irgendwie schwierig. Also da muss man schauen, wie man jetzt weiterarbeitet. Naja, das war eben jetzt auch eine Frage, die ich im Chat stehen habe, ob du auch daran denkst, deine Arbeit mehr zu digitalisieren oder Mischformate zu schaffen zwischen physischem und digitalen Raum. Im Endeffekt, du hast es gerade angesprochen, darüber, wo wir alle nachdenken, wie wir das gestalten, auf jeden Fall während der Corona-Krise, aber vielleicht auch ein bisschen noch, wie das weiter. Aber ich denke, auf deiner Seite hast du recht. Die Frage ist, was kann eigentlich die wirkliche Begegnung ersetzen, die man hat in Räumen? Und gerade wenn man natürlich wie du mit Räumen arbeitet, würde ich sagen, ist das Gefühl eines Raumes natürlich auch unglaublich wichtig. Ja. Also das, ja, ist es. Und ich glaube, natürlich wird man diese, ich denke jetzt an Gotha, ich war vor 3 Tagen in der Stadt und habe dieses wunderschöne, leerstehende alte Geschäft gesehen mit einem riesengroßen Schaufenster, was einfach nur zugehangen ist, wo ich natürlich gleich 100 Ideen hatte und dachte, oh mein Gott, das ist so schön. Natürlich, wenn man jetzt in so einem Schaufenster initiiert und eine Arbeit dort macht, dann ist natürlich diese unmittelbare Begegnung zwischen Kunst und Betrachter immer noch da. Natürlich habe ich als Künstlerin nicht die Reflexion des Betrachters, weil ich nicht ins Gespräch kommen kann, dadurch, dass man keine Eröffnung hat. Aber da würde ich sagen, könnte man natürlich über andere Formate nachdenken. Man könnte geführte Gruppen machen, wo dann nur 5 Personen sind. Dann könnte man die Dokumentation, wie du halt meintest, anders machen. Man könnte eine Videodokumentation haben, die man dann online stellt, wo man auch das Gefühl hat der Bewegung oder das sind so Sachen, klar, da könnte ich mir vorstellen,
da mehr drüber nachzudenken und das anzupassen. Aber dass ich jetzt digitaler arbeite, das bin ich, glaube ich, einfach nicht. Also ich war so froh, dass ich hier war. Und wenn man so zwischen zwei Orten pendelt, hat man ja immer Skulpturen im Atelier, die auf einen warten. Und ich bin sehr froh, wenn ich wieder was mit meinen Händen machen kann. Ich werde nervös, wenn ich... Das ist natürlich klar, als Bildhauerin oder als so ist natürlich das auch ein ganz wichtiger Anteil. Ja, wir werden sehen, wohin uns das bringt, diese Fragen. Aber auch das habe ich schon gesagt hier. Natürlich wird auch der Hunger auf wirkliche Begegnungen, aber auch auf Feiern, auf auch mal entspannt irgendwo stehen mit einem Glas in der Hand, mit anderen reden und nicht die Abstandsregeln einhalten müssen und so weiter, mit Laufe der Zeit immer größer werden. Und ich denke, umso mehr wird man sich freuen, hoffentlich spätestens nächstes Jahr zu bestimmten konvivialen Formen zusammenzukommen. Mhm. Zumal ja das Reden miteinander der Betrachter beim Betrachten des Kunstwerkes nach meiner Meinung mindestens genauso wichtig ist wie das Reden meinethalben mit uns, mit Managern und Kulturmanagern oder Künstlerinnen in diesem Fall. Ja? Und im Übrigen finde ich, ist ja interessant, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es gibt ja eine zweite Ausstellung mit Räumen eines deutschen Künstlers im Mare von Gregor Schneider, ja. Der auch mit Räumen arbeitet, vor allen Dingen mit toten Räumen arbeitet, mit Innenräumen arbeitet. Finde ich sehr interessant, sozusagen ein bisschen spiegelbildlich diese beiden Projekte zu sehen, die man sich dann, wenn die Museen nächste Woche oder übernächste Woche wieder aufgehen, auf jeden Fall ansehen können. Vielleicht, Christine, wenn du erlaubst, eine letzte Frage meinerseits. Gerade auch, weil wir darüber vorher schon mal uns unterhalten haben, natürlich ist momentan alles anders durch diese Covid-19-Krise. Aber ich hatte es auch so verstanden, dass deine Projekte gerade in Gotha, in Thüringen, auch ein gewisses, wie soll ich das sagen, nicht nur künstlerisch, sondern auch ein zivilgesellschaftliches Engagement spiegeln. Etwas zu tun für die Region, woher du kommst, dich dort auch zu engagieren. Habe ich das richtig in Erinnerung? Könntest du das so bestätigen? Ja, also das war auf jeden Fall ein Grund, also das war der Impuls, wieder hierher zu ziehen. Also weil ich habe viele Schulkameraden, Freunde von früher, mit denen ich immer noch im regen Kontakt bin, die aber auch alle woanders leben, also die meisten in Berlin oder Bremen oder auf jeden Fall nicht in Gotha. Und wir haben viel darüber gesprochen, dass eigentlich meine Generation und ja, dass wir alle weggezogen sind. Also nach der Schule sind alle irgendwo hin zum Studieren und sind da geblieben oder irgendwo anders hingezogen, aber nicht nach Gotha zurückgekommen. Und ich hatte dann das Gefühl, gerade weil man hier in Thüringen, in Sachsen, das Problem hat, dass sich natürlich politisch auch einiges verändert und dass die AfD immer stärker wird und so weiter, dass man das Gefühl hatte, ich hatte das Gefühl, dass wir eigentlich der Teil des Problems sind. Wir nehmen nicht teil am Leben hier, wir kommen nicht zurück mit den Erfahrungen, die wir woanders gemacht haben, mit unserer Ausbildung. Diese Teilhabe hat mir einfach gefehlt. Und ob das jetzt irgendwas verändert, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch wieder an den Ort zurückkommt, wo man aufgewachsen ist und was zurückgibt von dem, was man eigentlich in der Welt gelernt hat. Ja, das ist ganz wichtig, was du sagst. Das ist, denke ich, Teil dieser doch zum Teil alten, aber auch zum Teil komplexen deutschen Debatte. Nicht? Gerade jetzt nochmal 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre Wiedervereinigung, Frage der Valorisierung der Lebensgeschichten, des Lebens und Ähnliches. Und ich glaube, du hast sehr, sehr recht, denn die vielen Ostdeutschen, die nach Westdeutschland gegangen sind und dort als Künstler oder in anderen Funktionen Karriere gemacht haben, die sind wieder von dieser Form der Wahrnehmung des Unterschieds betroffen natürlich. Mhm. Und es ist richtig, es ist immer gut, auch zurückzugehen und die ein bisschen Erfolgsgeschichten, die guten Geschichten zu zeigen. Absolut deiner Meinung. Jetzt habe ich noch eine Frage, die kommt aus dem Chat. Hast du in der rumänischen
Künstlerszene, Freunde, Bekannte, aber auch vielleicht auch Leitbilder, Sachen, künstlerische Bewegungen, Künstler, die dir besonders gefallen? Zeitgenössische Künstler oder in der... Wie du magst. Also zum Beispiel habe ich ja in der Ausstellung jetzt auch in der Supra-Infinit-Galerie ein Keramik-Relief, was sozusagen eine Replika von einem Relief von Milica Petrașcu ist. Das ist eine rumänische Bildhauerin aus den 60er Jahren, die sehr besonders ist, weil natürlich Frauen, die erfolgreiche Künstlerin in den 60er Jahren, gab es ja kaum. Und die hat neben ihrer bildhauerischen Tätigkeit im Atelier von klassischen Büsten und so weiter auch sehr viele Basereliefs, also ganz niedrige Reliefs gemacht in Eingängen von modernistischen Gebäuden. Und zwei davon sind von Marcel Iancu gebaut in Bukarest. Und sie hat sozusagen ein Relief am Eingang gemacht. Und eins davon ist vielleicht 400 Meter von der Galerie entfernt und fällt zusammen. Also es sind schon Teile weggebrochen. Das Gebäude ist nicht denkmalgeschützt und müsste eigentlich renoviert werden. Und somit halt ihr Kunstwerk auch. Und ich habe, in dem Gebäude wohnt ein Architekt und der ist sozusagen der Mitglied der Assoziation dieses Gebäudes. Und ich durfte einen Abdruck machen. Ich habe eine Negativform abgenommen mit Silikon und habe es in Keramik reproduziert und habe sozusagen in der Galerie das Hinweisschild gehangen, wo es ist. Und das war ganz interessant, bei der Eröffnung dann auch zu sehen, dass alle natürlich Milica Petrașcu kannten, aber keiner wusste, dass dieses Relief 400 Meter von der Galerie in einem Eingang von einem Gebäude hängt. Und die meisten sind eigentlich dann nach der Ausstellung zu diesem Haus gelaufen. Und das war ganz schön, also dass man irgendwie darauf aufmerksam macht und auch so eine Wertschätzung gegenüber anderen Künstlern dadurch bewirkt. Das ist ein sehr schönes Beispiel einer wirklichen Implikation in eine lokale Kunstszene. Wir freuen uns sehr darüber. Wir freuen uns auch sehr darauf, deine Ausstellung hoffentlich in Bälde in Bukarest wieder eröffnet und nicht als geschlossenes Schwimmbad besuchen zu können. Ja, wir wünschen und hoffen natürlich auch vom Goethe-Institut aus, dass wir mal etwas zusammen machen in naher Zukunft und wünschen dir auch bei deinen Projekten, die, korrigiere mich, wenn es nicht richtig ist, mit der Thüringer Kulturstiftung zusammen gemacht werden. Viel Erfolg. Ja, und freuen uns, dich bald, denke ich, face to face in Bukarest wiederzusehen. Ja, da freue ich mich auch drauf. Danke, Joachim. Vielen herzlichen Dank dir. Alles Gute. Ja. Tschüss. Ja, tschüss.